Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Uncharted 4 A Thief's End. Im letzten Part sind wir wieder mal auf Shoreline getroffen und wir haben uns getrennt. Also Nathan und Sully haben sich von Oh, Achtung. Sam getrennt, der nämlich einen anderen Turm untersucht, weil wir haben aus 12 Möglichkeiten jetzt nur noch 2 auf der Liste. Okay, hier sieht es nicht so aus, als wäre hier irgendwas, aber maybe hier glitzert doch noch irgendwo irgendwas in der Ecke. Ja. Ich wollte sagen, das war so prädestiniert für einen Schatz, ne? Okay. Da könnte man theoretisch hochklettern. Na, hast mich kurz verloren, Sully? Hehe. Hier ist so ein Stück, danke. So, jetzt ist halt die Frage. Darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir in die Staaten zurückkommen. Passport Internationale, ja. Ja, ich glaube auch. Ich glaube allerdings auch. Mein Problem ist halt, dass ich gerade hart überfordert bin. Wo wir überhaupt lang wollen. Es ist auch so typisch hier, dass das hier alles irgendwie so eingerichtet ist. Oh, hallo. Ah, ihr habt ihr Piratenschatz gesehen? Nicht. Sorry, er ist so ungeduldig. Oh Mist, tut mir leid. Ich helfe Ihnen. Nein. Keine Ahnung, ob das gerade so schlau war. Du siehst, wie sie geguckt hat. Du halluzinierst. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Okay, Moment. Kann dieses Teil mir hier irgendwas sagen? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang soll. Irgendwie ist hier. Hier ist alles irgendwie. Ich weiß nicht. Möchten Sie einen Apfel? Die besten auf dem Markt. Okay. Na schön. Hier. Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir. Guten Appetit. Empfehlen Sie mich. Na ja. Natürlich. Leckere Äpfel, Leute, leckere Äpfel. Die besten Äpfel hier auf dem Markt. Okay, gut. Reicht dann auch. Okay. Gut, ich bin froh, wenn wir dem Ganzen hier entfleuchen. Es überfordert mich hier, ne? Das überfordert mich hier gerade richtig hart. Bin ich froh, wenn wir hier durch sind. Ach, oh, Gott sei Dank. Nee, es wird nicht besser. Scheiße. Hey Nate, soll ich hier eins von denen kaufen? Sally, man muss verrückt sein, um so ein Hemd zu tragen. Okay, klar. Wenn du das sagst, dass es hilft. Ach du Scheiße. Oh Mann, hier riecht etwas wirklich gut. Oha. Er hat recht. Es riecht gut. Wahnsinn. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich muss mal durch. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich muss die Schlangenlinien laufen. Nicht, dass ich was verpasse. Tut mir leid. I'm so sorry. Sorry, sorry, sorry. Gott. Okay. Sally, ich will erst hier noch gucken. Ich glaube zwar nicht, dass hier noch irgendwas ist. Hier wurde auf jeden Fall was langgeschleppt. Ich wette, das wird gleich der Weg, den wir gehen müssen, weil diese Tür hier verschlossen ist. Really? Hey, ja. Bitte. Verschlossen. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Ich sag ja. Diskret. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sally. Ah. Diskret. Ja, das heißt, also schleichen. So geil, ey. Okay. So, welches Fenster da drüben, ne? Hey, Sally. Ich glaube, wir kommen hier durch. Ja, ich glaube auch. Kannst du da einfach lang? Danke. So, muss ich Sully dann aufmachen? Wahrscheinlich muss ich ihm dann aufmachen. Oder er kommt mit. Ich bin mir nicht sicher. Ich höre ihn, glaube ich, hinter mir, aber ich bin mir nicht sicher.
Aua. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Ich weiß, warum die Tür zu ist. Viel besser ein Schuss als die anderen Türme. Er steht direkt in der Mitte der Stadt. Dann wird es wohl schwierig, den Schatz rauszubringen. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe nämlich keine Ahnung. I don't have a plan, was wir suchen. Das wahrscheinlich nicht, aber das ist ein nettes Beiwerk. Schicke Schale. Okay. Sagen, dass wir hier raufgehen. Gucken, ob es da weitergeht. Weil was anderes bleibt uns halt auch nicht. Das ist aber ein hoher Glockenturm. Ja, ja, das stimmt. Okay, das könnte spannend werden. Das erinnert mich an... Ach Gott, welches war das? Wo wir da auch an diesem Turm in dieser Kirche... Ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil das war. Okay. Na, wollen wir wetten? Wassermann, Löwe, Stier. Ja, Mailbox. Hey, Sam. Wir okay. Haben den richtigen Turm. Ruf zurück. Das Sam kriegen wir hin. Ist nicht so gut hier. Kein Grund zu warten. Gut. Oh, das war dumm. Ich hätte L1 gedrückt lassen müssen. Warte, ich glaube, ich muss da irgendwo an. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich sehe gerade gar nichts, was die Kamera angeht. Doch, hier glaube ich. Warte mal, kann ich nicht? Nee. Ich muss noch ein bisschen hochklettern und dann kann ich da, glaube ich, ranschwingen. Das Problem ist, ich sehe halt nicht so viel. Warte mal, kann ich die Kamera irgendwie drehen? Keine Ahnung. Hä, wie soll ich denn das machen? Ich sehe doch gar nichts. Ich kletter einfach ganz hoch, das war schlecht der Plan, oder? Nein! Nathan, ey. Ja, das war der Plan, ganz hochklettern und ich bin einfach zu dumm. Bin gleich zurück. Okay. Hüpf hier. Hüpf da. Oh je. Upsi. Oh verdammt. Hey, sieh mal, Sully, die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Ja, ich geb mein Bestes. Danke. Okay, Moment. Halleluja. Oh Gott. Okay, Moment. Hey, jetzt bin ich doch wieder hier. Okay, Moment, was bringt mir das?
Warte mal. Arbeite ich mich so nach oben? Ist das der Plan? Ich könnte mir das vorstellen, dass das der Plan ist. Oh! Okay, ja, genau. Es ist halt hier alles ziemlich morsch. Oh Gott. Das war viel zu knapp. Bist du okay? Ja, komm schon. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Das war... Deine Finger auf, Nate. Ja. Nee. Nein, alles klar. Vertrau mir. Boah, ich hab's schon mal. Ja. Ja, vertrau mir ist jetzt nicht so der beste Satz, den Nathan schon mal gesagt hat. Okay, Moment. Das ist der Löwe. Aber zum Löwen will ich nicht. Verdammt. Ich muss zuerst zum Skorpion, glaube ich. So, oh Gott, Nathan, halte ich fest. Ist das der Skorpion? Ja, den muss ich als erstes. Skorpion? Avery war bestimmt Skorpion. Okay, dann haben wir jetzt den Skorpion als erstes. Okay, das war echt laut. Dann hatten wir... Die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. Okay, Wassermann. Der ist da unten. Okay, hier Aquaman. Durchweg nette Menschen. Dann, weiß ich nicht. Ich habe nicht so gute Wassermann-Erfahrung gemacht. Okay, was kam als nächstes? Löwe und dann Stier, ne? Für Löwe müssen wir jetzt nochmal hoch. Genau, Löwe und dann Stier. So. Löwe mussten wir doch nochmal hoch. Löwe war doch hier hinten irgendwie. Löwe war da drüben, genau. Okay, Moment. Klappt das, wenn ich mich da jetzt... Oh, das war knapp. Huhuhu. So, jetzt sind wir hier beim Löwen, ne? Richtig. Löwe. Ich hatte mal was mit einer lieber Löwe. Okay, jetzt müssen wir gleich nur noch den Stier suchen. Wo ist der Stier? Der Stier ist vermutlich ganz oben, ne? Ja. Vermutlich. Okay, Moment. Kann ich da nicht? Nee. Okay, Moment, dann gehen wir jetzt einfach zum Skorpion. Und vom Skorpion müssen wir eigentlich wieder hoch und nicht runter. Okay, Moment. Oh, ich ahne Schreckliches. Ich ahne Schreckliches. Hallo, Nathan. Geh mal da zur Seite. Oh, das war kacke. Und wieder hoch. Hoch und seitlich und hoch. Oh. Okay. Dreh dich. Das ist gar kein Problem. Kriegen wir hin. Okay, das wird knapp. Hey Sally, was von Sam gehört? Okay. Geht's bestimmt gut. Ja, bestimmt geht's ihm gut. Nadine hat ihn natürlich nicht, auf gar keinen Fall oder so. Natürlich nicht. Wir malen nochmal den Teufel nicht an die Wand, aber es wird passen. Danke. Hey, das war's.
ist offen und Avery Siegel ist am Boden erschienen. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Warte, jetzt geht er hoch. Nein! Geil, da geht eine Treppe runter, die nicht vertrauenserweckend aussieht. Okay, das haben wir... Das Bild, dass du sich da dranhängen sollst, wie so ein Lemur, das ist nicht sein Ernst. Ach, guck mal, da oder das. Die das Ding. Okay. Das ist so cool, wie sie das also, dass er das immer alles so aufmalt, finde ich... Ja, das ist hier die eine, die mir fehlt, wenn wir bei der einen gewesen wären, tatsächlich. Aber die haben wir ja... Die habe ich ja einfach nicht gemacht, weil ich da, wenn wir da nicht hin sind, sonst hätten wir die wahrscheinlich auch noch gehabt, aber gut. Okay. Gut, dann machen wir uns mal hier wie so ein Kletteraffe. Auf dem Weg nach oben, würde ich sagen. Schnell weiter. Ja, los. Wie so ein kleiner Kletteraffe. Das war knapp. Halleluja. Okay, ich glaube, wir müssen ja aus dem Fenster raus. Oh Gott. Ach du Heil. Wow. Tolles Panorama. Mhm. Richtig nice. Okay. Das war eine Kackidee. Dann müssen wir ja doch nach unten lang. So. Oh ne, ich muss drin die Uhr verstellen. Wetten, da war drin, ist doch so ein Zahnradding. Oh ja, ich muss die Uhr verstellen. Das hat Spaß gemacht. Oder muss ich warten, bis die... Frage ist, was muss ich machen, damit die Dinger sich drehen? Wir müssen die Zeiger irgendwie verstellen. Kann ich... Nee, kann ich nicht. Okay, verdammt. Okay, dann müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Okay. Wie kriegen wir jetzt die Uhr verstellt, dass das hinhaut? Das ist die Frage. Also... sah aus, als hätte es wehgetan. Suchen Sie draußen einen Weg nach oben. Ja, ja, ist mir schon klar. Das Problem an der Geschichte ist nur, ich weiß halt nicht, wie es weitergeht. Also, ich habe ja weiß ja, dass da der Weg... Aber, ja, hier war ich doch schon. Aber ich weiß halt jetzt nicht... Ich komme ja halt nicht bei den Zeigern nicht weiter. Also, wenn hier... Da komme ich nicht rüber. So, da springt er gar nicht. Wir haben nur die. So, aber... Hä? Wenn die Zeiger eine Linie bilden, komme ich rüber. Das war jetzt die Info, die wir haben mussten, damit wir drin das jetzt verstellen können. Alter, wenn das jetzt sein Ernst ist, dann hasse ich ihn. Dann hasse ich ihn. Nathan, das jetzt nicht dann... Aber wie... Warte mal. Wie verstelle ich denn jetzt die Zeiger? Wie verstelle ich denn jetzt die Zeiger? Kann mir das mal bitte jemand erklären?
kann doch nicht sein, dass ich jetzt an so einer Kacke hänge. Oh, nicht ernsthaft. Das ist der Plan jetzt an der Geschichte. Ich musste mich da einfach ranhängen. Ich breche ins Essen, ne? Leute, ich weine. Ich weine einfach hart. Okay, lass gut sein. Keine Ahnung, ob das jetzt zu viel war. Aber es sollte klappen. Oh Gott. Ich weine. Ey, es ist nicht... Also ich fühle mich gerade... einfach richtig schlecht. Ich fühle mich damit gerade einfach richtig schlecht. Oh, es wäre so lustig, wenn jetzt durch das Buntgasfenster einfach krachen würde. Kurz lachen. Mann. Ist nicht euer Ernst. Ah, okay. Da geht's hoch. Nice. Komm, Nathan. Zieh dich hoch. So, da werden wir. Okay. Wir überziehen heute ein bisschen, weil ich so lange gefailt habe. Wir gehen da gleich rein und kurbeln. Wir laufen jetzt hier nur einmal außen rum. Gucken, dass wir keinen Schatz übersehen. Weil das Panorama ist halt schon nice. Ne? Also gut, hier siehst du halt die Slums. Also es scheint halt jetzt irgendwie nicht so die reichste Stadt hier zu sein. Ich hoffe, dir geht's gut da draußen, Sam. Aber ist irgendwie nett hier. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir da jetzt mal rein. Und okay, Sally, kurbeln. Geschafft. Ja, dann. Das wird richtig laut. Sally, Achtung! Sorry, der Griff ist abgebrochen. Nee, keine Angst. Ja. Okay, los geht's. Okay, Moment. Schwung. Warte. Hä? Jetzt. Kurz verkackt, wie man Schwung holt. Oh, Scheiße. Upsi. Ist die Tür offen, was? Ja, ganz so toll. Geht das natürlich auch. Alles okay? Ja, ja. Keine Ahnung. Okay. Natürlich. Ja. Alles gut. Gar kein Thema. Hey, schau. Die Münze. Willst du sie? Ja, klar. Warum nicht? Danke. Mal sehen, was da unten ist. Mit etwas Glück, Haufen von Gold und Juwelen. Bin mir da nicht so sicher, muss ich ehrlich zugeben. Bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht. Nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Komm. Gut. Als ob wir das jetzt nicht gerade durch den Lautsprecher gehört haben. Könnte jemand seine Taschenlampe anmachen, bitte? Wie gesagt, wir überziehen heute ein bisschen. Das ist aber, denke ich, nicht das Problem. Aber ich kann gerade nicht aufhören. Außerdem weiß ich immer nicht, wo die Speicherpunkte sind. Das ist das Problem. Sally, bin ja weit voraus. Ja. Wow. Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery,
Thomas Two. Ah. Echte Komplizen. Na cool. Nice, dann gucken wir uns jetzt hier mal um. Können wir bitte irgendwie eine Taschenlampe anmachen? Das wäre halt richtig nett. So, frag für einen Freund. Okay. Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Wir sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, wir haben diese Sternmuster. Okay. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Oh. Ach, du Heiliger. Okay. Sollen wir nachsehen? Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonnie und Christopher Condon. Oh, warte mal, das hat hier, glaube ich. Warte mal. Oh Gott. Oh, das hat auch was hier mit irgendwelchen Pfeilen zu tun. Kann er die Finger mal wegnehmen? Okay, Moment. Ich habe gerade absolut keinen Plan, was wir wie und so. Okay. Ich check's nicht. Warte mal, mit den drehen. Das je nachdem, welche hier vielleicht nicht abgenutzt sind. Nee, das nicht. Nee, das auch nicht. Okay, Moment. Ich habe keine Ahnung, also ich bin gerade überfordert mit meinem Selbst. Ich check's nicht. Also ich check's halt gerade wirklich nicht. So, da wären's nur die beiden in der Mitte. Haben wir nicht. Haben wir da zwei? Also ich glaube, dass halt diese Dinger halt aufeinander passen müssen. So, da hätten wir nur einen. Ich glaube, das haben wir. Ja, das sind drei. Hä? Ich check's nicht. Oh Gott, ich bin überfordert. Ich bin hart überfordert. Das könnte halt hinkommen. Nee. Also ich bin tatsächlich gerade noch richtig überfordert. Zu viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Ja, vielleicht erklärt sich hier drin. Baldridge, Bonnie und Condon. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir raus. Ah, guck mal einer an. Da ist doch irgendwas. Schnauzer, beinahe so beeindruckend wie deiner. Ja, nicht schlecht. Hey, sieh mal die Sterne.
Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Okay, das ist Adam. Ach ja, Condent nannte man Einhand-Bill. Die andere war wohl angefertigt. Hier ist noch so ein Sternenmuster. Okay. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die okay. Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Okay. Okay, So. Oh Gott. Und jetzt reden wir den. Halleluja. So müsste das passen, oder? Ich hoffe, das ist jetzt gleich auch noch so. Okay, Moment, können wir noch mal ganz kurz da reingucken. Also, mit den Füßen, die Füße an Füße und das, okay. Mhm. Perfekt. Und es geht weiter. Noch eine Tür. Ja. Also, wer waren diese Typen? Das? Das sind, Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Ich texte Sam. Cool. So. Okay, Tagebucheintrag. Die Symbole. Wem gehören die? Aber ich würde sagen, das verrät uns auch das hier. Das sind natürlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternenmuster. Genau, und dann müssen wir wissen, zu wem welches Symbol gehört. Und dann haben wir das auch. Gut, ihr Lieben, wir haben jetzt aber wirklich gut überzogen. Ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, tschüss.